Im Spätwinter, als den Bauern auf ihren Höfen das Heu ausging, war es Zeit, Nachschub aus den Almhütten zu beschaffen. Was lag näher, als die Gleitfähigkeit des Schnees auszunutzen und das Heu auf Schlitten ins Tal zu bringen? Der Hornschlitten, der früher den Bauern als Transportmittel für Holz und Heu diente, erlebt nun eine Wiedergeburt als Sportgerät. Flanders ist der Austragungsort der zweiten Europameisterschaft im Hornschlitten. Das Dorf ist einer der typischen Südtiroler Landgemeinden. Die Einzelgehöfte sind weit am Hang verstreut, vom Eisack bis in die Almregionen. Auf halber Höhe liegt das Dorfzentrum mit der Pfarrkirche St. Stephan. Der Sonnenhang von Flanders ist ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Touristen, wie im Sommer, so auch im Winter. Von seiner Urtümlichkeit hat Flanders noch nichts verloren. So liegt auch hier der Ursprung des Hornschlitten. Der Rausch der Geschwindigkeit auf den alten Schlitten muss wohl einigen Bauersöhnen sehr gefallen haben, denn seit 1972 werden schon Hornschlittenrennen in Flanders ausgetragen. Damals setzten sich die Burschen auf die Schlitten und versuchten möglichst unversehrt ins Ziel zu kommen. Ein genaues Reglement gab es noch nicht. Jetzt aber, 25 Jahre später, ist der Hornschlittensport bereit, eine große Herausforderung anzunehmen. Die Bestätigung als rasante Sportart, die dank ihrer Mischung aus Fahrgefühl und Risiko spektakuläre Rennen garantiert und viele Zuschauer in Zukunft faszinieren wird. Rahmenprogramm haben wir in Donnersdorf nach das Rohbaufest, am Freitag im Fackeleinzug mit anschließendem Zeltfest. Am Samstag machen wir oben das Rennen und ab Nacht im Zielraum halt im Zelt die Verlosung. Und am Sonntag ist schon praktisch das Rennen und ab Nacht die Siegerehrung oben gleich so formell. Und danach findet die Siegerehrung im Zeltfest statt mit der Miss Zitterol 1996. Und anschließend spielt genau die Gruppe Almenrausch, die wir sind, in Abschluss machen. Oben super Rahmenprogramm, es ist eine super Veranstaltung, die 40, 50 Schlitten, was anfahren, sie haben 80 Stundenkilometer. Geschwindigkeit in die schnellsten Strecke, in die schnellsten Teile. Es ist ja sicher eine Freude. Es ist bei uns jetzt, sein, alle Vereine, was voll dabei sein. Die Musikkapelle, die Volkstanzgruppe, die Schützen, die Darts-Club und die sind alle voll dabei. Die helfen uns alle voll mit. Thank you.
Personen da heute mitgespielt. Was erwarten Sie, was hoffen Sie, wie er weiterkommt, oder? Seien Sie froh, dass er so gut spielt. Was denken Sie von Ihrem Sohn und um der Gruppe? Was denken Sie so? Du, das hat mich gefreut. Ich habe ihn heute das erste Mal gesehen, da spielen, muss ich ehrlich sein. Es war super. Es hat noch eine Motivation gegeben heute da bei uns. Deswegen haben wir immer auch die Möglichkeit gegeben, irgendwo bei uns so zu spielen. Ich bin inzwischen, was Veranstaltungen anbelangt, ganz gut zufrieden. Wir haben viel los, es geht der Geld. Und bin zufrieden, gut. Dann müssen wir jetzt alle einen trinken gehen, oder? Sam könnte es zwar mitgehen, ja. Wieder auf Flander. Was halten Sie von den Hornschlitten? Was wissen Sie über Hornschlitten? Ein Hornschlitten? Super Sache. Super Sache? Ja, schön. Ist das nicht wie ein gefährlicher Sport? Bin gefährlich? Ja. Nein, ist nicht gefährlich. Wenn du zuschaust, dann denkst du dir schon, dass du da wurde nicht aussetzen, obwohl du oben bist. Weil ich war jetzt schon 10 Jahre, gell? Ja. Da denkst du nicht, das macht dir Spaß und mega, ehrlich. Das ist eine super Sache. Seien Sie morgen auch dabei zuzuschauen? Wie meinst du? Seien Sie am Samstag wieder dabei zuzuschauen? Wer ich? Ja. Ja, ich am Pistendienst. Pistendienst? Was ist das, Sie machen? Bei mir haben das nicht mehr tun, das zu machen, weißt du, wegen der braucht der Sportausweis, ja, nicht? Ja. Und wir haben das nicht mehr tun. Das ist gut, nicht? Wir fahren schon, wir waren auch alle gut. Wir sind auch gut gewesen, dritten, vierten, immer so. Jetzt der Hornschlitten ein. Hornschlitten ist ja. Wunderbar, ja. Und zu der Fest, zu den kleinen Festen da heint? Super. Und ist dein Bruder da bei der Gruppe dabei, ja? Ja, mein Bruder ist auch der Beste, ja. Der Beste von der Gruppe? Nein, es sind alle. Und was, wie lange hast du vor, heute da zu bleiben, da auf dem Fest? Bis ich heimgehe. Bis 6 in der Früh bleiben heute alle da, den ganzen Leid. Ich muss halt in Galling unterrichten gehen. Ah, was heißt nicht wichtig? Aber den Schüler werde ich schon cool, Mann. Das ist nicht wichtig, der. Ah, na, da werde ich sie halt nicht cool. Eben. Morgen ist schulfrei für die ganzen Philanderer. Ah, für die ganzen Klausner auch. Eben. Danke. Dankeschön. Ja, ich bin ganz erstaunt, ganz beeindruckt. Thank you.
teilnehmenden Mannschaften an diesen zweiten Hornschlitten-Europameisterschaften 1997 hier in Philanders sind Liechtenstein mit zwei Normalschlitten in der Besatzung dabei bei dieser Veranstaltung. Deutschland mit zwei Rennschlitten, einen Normalschlitten Schlitten dabei bei dieser Europameisterschaft. Die Schweiz mit zwei Rennschlitten, acht Normalschlitten, also auch dabei bei dieser Veranstaltung Europameisterschaft Hornschlitten 1997. Dabei auch Österreich, Veranstalter der ersten Europameisterschaft mit einem Damenschlitten, zwei Normalschlitten, Herren und 14 Rennschlitten. Die größte Mannschaft, die teilnimmt hier bei dieser Veranstaltung. Wir gewannen den Titel 1995 in der Rennklasse mit Rupert Heindl, Josef Rupsteiner, Manfred Herbsteiner und in der Normalklasse mit Hubert Bär, Johann Bär, Gerhard Gasser, Martin Bär, also stellt hier Österreich die Titelverteidiger. Und dabei natürlich das Gastgeberland Italien mit einem Schlitten in der Damenklasse, vier Normalschlitten und sechs Schlitten in der Rennklasse. Und Italien stellt die Titelverteidiger in der Kategorie Damen mit Marta Burgmann, Emma Strobel und Manuela Lasta. Also Eröffnungsfeier dieser zweiten Europameisterschaft, Zeremonia d'Apertura, Campionati Europei Slittone. Es spricht nun der Präsident des Organisationskomitees, Herr Paul Gasser. Sentiamo le parole del Presidente del Comitato Organizzatore, Paul Gasser. Wie wir alle sehen können, ist ein sportliches Ereignis immer wieder ein erfreulicher Anlass, viele Menschen in einer geselligen Runde zusammenzuführen. Somit begrüße ich recht herzlich alle Anwesenden zur Europameisterschaft, zur zweiten Europameisterschaft hier in Philanders. Liebe Sportlerinnen und Sportler und Hornschlittenfreunde, geschätzte Ehrengäste, geehrte Damen und Herren, es ist für die Gemeinde Philanders ein großes Ereignis, dass heuer die zweite Europameisterschaft im Hornschlitten hier in Philanders stattfinden darf. Wer hätte das vor 25 Jahren geglaubt, dass hier in Philanders einmal Jugendliche, Sportler aus fünf Nationen mit fast 150 Athleten gemeinsam ein großes Sportfest, und zwar die zweite Europameisterschaft im Hornschlitten, hier veranstalten werden. Es ist jetzt ja eine kleine Ortschaft, aber so eine Veranstaltung durchzuführen, ist eine große Herausforderung. Da muss man praktisch so gut organisieren, wie die anderen, die schon seit 15 oder 20 Jahren internationale Veranstaltungen in die Bühne bringen. Diese Burschen, diese Männer seien es im Stand gewesen. Und das ganze Dorf hat mitgeholfen und das ganze Dorf ist auch heute hierher gekommen. Das ist die tolle Stimmung, das ist das, was wir brauchen in Südtirol. Deshalb, liebe Athleten, alles Gute bei eurem Wettkampf und werte Bevölkerung, danke, dass ihr so mitmacht und ein schönes Fest allen zusammen.
Vor den Wertungsläufen am 25. Januar arbeiten die Athleten noch an den Schlitten und an sich selbst. Das richtige Wachs zu wählen ist genauso wichtig wie die Konzentration vor dem Start. Wir sind vor 7 Jahren sind wir mit normalen Schlitten gefahren und noch durch den Grube eigentlich. Am Anfang mit Rennschlitten und jetzt sind wir 3-4 Jahre vor dem Rennschlitten. Und du hast Angst jetzt vor dem Start, oder? Angst auch nicht, nein, aber das ist ja so ein... Es kribbelt ja uns ein volles Schmetterling im Bauch. Wird das wohl in Ersten machen heute, oder? Wir hoffen, dass wir es ein bisschen besser machen als in Ersten. Nein, also ich glaube, es ist ein bisschen langsamer. Es ist ein bisschen weicher oben. Das ist meine Meinung. Und mehr Skiern jetzt beim Zweitlauf, oder? Ja, wenn wir es nur so neu bringen wie den ersten, dann wären wir zufrieden. Das erhofft es eigentlich für einen Platz zu machen? Ja, nein, ich finde es nicht viel Ausfall. Nein, nein. Erster oder Zweiter. We'll be right back.
zweit und nach dem ersten Lauf bist du. Was glaubst du jetzt besser zu machen? Von oben bis unten. Alles ein bisschen besser. Nachher passt es. Bist du mit den einzelnen Teilen von der Strecke zufrieden, so wie du rausgefahren bist? Nein, ich muss es nicht alle optimal erwischt. Also glaubst du, in den ersten einholen zu können heute noch? Wir hoffen. Viel Glück nachher. Es gibt schon ein Wundermittel, jetzt alles ist es trainiert. Es ist mir nach und danach gewachsen, wie nachher kommt. Nachher. Aber es müssen gut ausschauen, weil sein Heuer wahrscheinlich ja, drei Damen Schlitten oder zwei am Start. Die anderen sind alle schwanger. Es zählt leider Sieg. Okay. Am 26. Jänner stehen die alles entscheidenden Wertungsläufe auf dem Programm. Die Hektik unter den Funktionären und Athleten ist verständlich. Und so fiebert alles dem Start entgegen.
Schweiz. Ich frage Sie gleich ein paar Fragen. Wie ist denn das Rennen für Sie von oben bis unten gegangen? Also für uns ist das Rennen super gewesen, weil wir sind uns gewohnt, mehr eigentlich auf Schnee zu fahren, oder? Bei uns. Also das heisst, bei uns hat es viel Löcher und höher und bei uns springt es und juckt es, oder? Und hier ist für uns super, ist immer alles glatt. Und also darum muss ich auch sagen, vom Material her, wir sind nicht ganz auf der Spitze gewesen, wenn ich die ersten gesehen haben vom Schlitten her, die haben viel die besseren Schienen, also die Kanten. Aber das könnten wir alles noch verbessern. Aber sonst würde ich sagen, super gewesen für uns. Sie sind gerade auf welchem Platz? Jetzt haben wir einen zweiten Platz, also Schlussplatz. Ja, und wir sind zufrieden. Also, mal. Und erster, was ist denn eigentlich am schwierigsten, Hornschlitten zu fahren? Was ist denn das Schwierigste, das Bremsen, das Lenken, also das Gefährlichste ist? Also vor allem mit dem Viererteam, es muss das ganze Team aufeinander abgestimmt sein, oder? Sonst ist es einfach ein großes Risiko, vor allem auf die Spitzkehren los, oder? Da muss sich der Fahrer, ich bin der Fahrer, ich muss mich auf den Bremser verlassen können. Auch meine zwei Hintermänner, dass sie die Kurven lehnen, oder? Das ist eigentlich effektiv eine Teamarbeit, oder? Ist eigentlich schon etwas Schlimmes mal passiert bei den Fahrten oder ist alles gut über die Bühne gegangen? Ich fahre jetzt schon 10 Jahre Hornschlitten. Unsere Crew hat noch nie einen Unfall gehabt. Also wir müssen Holz anlangen, das ist klar. Und auch hier auf dieser Bahn keine blaue Mose, nichts. Wir sind tadellos durch die Bahn. Also. Und jetzt sind Sie immer alle fit, oder? Dass Sie den zweiten gemacht haben? Also mehr als zufrieden. Das ist für uns Schweiz sehr super. Ja. Perfekt. Merci. Dankeschön. Merci. Di nuovo un gran mondiale, benvenuto a tutti, tra poco andiamo avanti con la terza manche di questa manifestazione campionati europei, sezione 1997, Milandro. Thank you.
1.30, 95, 1.30, 95, meistens die Laufzeit, aber Gesamtzeit 4.31, 98 und gestern mit dem Führung, 1.30.95, Sekunden Tempo. Also jetzt haben wir hier den Präsident Gasser Paul. Stellen wir Ihnen gleich eine Frage. Ist es Hornschlittenrennen so über die Bühne gegangen, wie Sie es sich vorgestellt haben? Ja, perfekt. Besser fast, wie wir uns vorgestellt haben. Aber halt, die haben schon mit dem festen Andrang gerechnet. Wir sind voll organisiert. Wir sind die Busse alles eingesetzt. Wir kriegen die Leute ohne Probleme hinter. Die Busse gehen fast alle bis ins Dorf. Ist voll Leid. Alles vorgesorgt. Überall die Getränkestände und alles Versorgung ist alles da. Die Schneeverhältnisse ist kein Problem, die Piste ist im perfekten Zustand. Wir haben jetzt die Normalklassenfahrt ist fertig. Da ist, haben wir jetzt einen dritten Platz, der was in Flanders geblieben ist, an Gruber Oswald, was super ist für uns. Wir sind sonst leid. Gestern das Fest war auch perfekt. Wir waren gestern, das Zelt war straßenvoll, vorgestern genauso. Am Donnerstag haben wir die Rohbauparty hinter uns gebracht mit ca. 1000 Leuten. Und heute auf Nacht hoffe ich und bin mir jetzt schon sicher, dass die Leute nicht im Zelt Platz haben. Und da machen wir dann die Siegerehrung, die was perfekt gemacht wird mit Fahnenübergabe, mit den Pokalen, die was wir ausgereden, Schnitzenklassen oben, die was nicht viel Geld gekostet haben, aber die was eine ewige Erinnerung bleiben an diese Europameisterschaft. Wir werden heute auf Nacht die Fahne, die Europafahne sowie die Vielfahne in den Vielrepräsentanten übergeben, in der Hoffnung, dass die nächste Europameisterschaft noch in die Schweiz geht oder auch Deutschland, aber ich sage Schweiz, weil die sich schon angemeldet haben und dass sie genauso viel Erfolg haben als wir. Und somit kann auch der Hornschlittensport in Galling auf einem Niveau stehen, wie es braucht. Die Presse ist uns voll zur Verfügung gestanden, die Sponsoren, die ich alle danken möchte, die was alle anwesend sein, der Raiffeisenkasse und der Eisachtal in Gasser, Firma Gasserspeck Klausen und viele weitere Sponsoren. Wir sind, was Geld anbelangt, gut drinnen. Es ist ins Geld übrig geblieben. Wir werden schauen, in den anderen Vereinen auch Geld auszugeben und auch in die Gesamtvereinskasse für die alle Vereine im Dorf. Und danke nochmal an allen freiwilligen Helfer, die was alles so gut zur Verfügung standen sein. Es war das ganze Dorf auf den Kopf gestellt, haben alle voll gearbeitet, Tag und Nacht gearbeitet und da möchte ich mir recht herzlich verdanken. Da haben wir in Werner Kopsch viele Repräsentanten, werden wir Ihnen gleich ein paar Fragen stellen. Und zwar, was finden Sie an Hornschlittensport so interessant? Das Interessante am Hornschlittensport ist das, dass es noch eine natürliche Sportart ist, mit einer sehr alten Tradition, da ja doch die Schlitten zurückgehen auf die Heuschlitten, Zugschlitten fürs Holz etc. Und was mich besonders auch fasziniert, ist das, dass es wirklich in den letzten Jahren sportlich sehr gut aufwärts geht und aus dem primitiven Gerät heute
möchte ich sagen, hochtechnische Präzisionsgeräte geworden sind. Haben Sie sich etwas anderes oder Besseres erwartet von der Veranstaltung? Was halten Sie von der Veranstaltung? Ich muss anfangen, ich habe auch bei der Vergabe bereits an Philanders gewusst, warum ich die Veranstaltung an Philanders gebe, weil ich weiß, sie haben nicht nur gute Fahrer, sondern sie sind auch in der Lage, eine derart große Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und vor allem, was das Wichtigste ist, dass in Philanders der Zusammenhalt der Bevölkerung sicherlich gegeben ist, sodass das ganze Umfeld für eine Großveranstaltung auch stimmt. Dankeschön. Passt schon. Okay. Warum finden Sie, finden Gott in Südtirol so viele Sportveranstaltungen statt? Weil das ein sportfreudiges Publikum ist. Ganz einfach. Wenn wir heute in Südtirol eine Sportveranstaltung haben, und ich bin nicht das erste Mal da in Südtirol, ich war das erste Mal da in Philanders beim ersten großen Rennen und habe festgestellt, dass hier das ganze Volk sehr, sehr sportiv ist und im Sport interessiert ist. Momentan Rang 2 für Trenkal Christoph, 4:27:31. Also die Gesamtzeit, Rückstand 0,57, 1:30:52, Tempo totale 4:27:31. Vanno in seconda Positione. Und jetzt aufgepasst, meine Damen und Herren. Jetzt natürlich großes Interesse wiederum für das Publikum, für die einheimischen Gäste. Denn am Start sind die führenden nach zwei Läufen. Gruberhuber, Gianti Olaf Franz, Gasser Christian vom SV, Philander und sind soeben gestartet. Auf jeden Fall die Zeit wäre 1:31. 0:1. Und Publikum klopft schon. 1:27:81, neue Laufbestzeit, 4:23:54. Und die neuen Europameister sind Gruberhuber, Gianti Olaf Franz, Gasser Christian vom SV Philanders. 1:27:81, miglior tempo, tempo totale, 4:23:54. E hanno vinto il titolo europeo qua Gruberhuber, Gianti Olaf Franz, Gasser Christian, Philandro, also die neuen Europameister, sie haben sich verdient hier auf dieser Strecke, waren im ersten Lauf noch nicht zur Führung, aber haben jetzt endlich den Europameistertitel für sich entschieden, auf den sie so lange gewartet hat. Denn selbst ist es ihnen nicht gekriegt, waren sie Dritte, gewannen sie Bronze und hier nun Gold bei dieser Europameisterschaft. Gruber Robert, Gianti Olaf Franz, Gasser Christian. Und Silber für Sinnerkar, Strobl Andreas, Sinner Andreas vom SV, Niederdorf. Und die Bronzemedaille geht dann Trenker Christoph, Dachler Helmut, Scheinmann Helmut vom Sportclub Doblam. Es geht weiter mit der Startnummer 23 mit Mohr. Herr Huber. Furzenthaler, Florian und dann Rudolf vom SC Doblam. Und ich möchte nochmals darauf hinweisen, im Anschluss dieses Laufes wird dann Landeshauptmann Dr. Luis Turnwalder und der Bürgermeister hier aus Philanders, Herr Josef Krapp, mit einem Hornschlitten dann vom Start bis ins Ziel. 45:33 in Zwischenzeit für Mohr Herbert aus Doblak. 45:33 Tempo in der Medio für Mohr Herbert, zur Pettorale 23. Oh, ja, dort dein Auto durch. Halt die Gosch mal hier vorne. Ja. Ja, wir bauen jetzt ganz. Das Organisationskomitee ist mir zu leben. Hier,
Bildern. Der Schirmherr dieser Veranstaltung mit Bürgermeister Josef Krapp und dem neuen Europameister Gruber Huber, der sich hier goldholt bei dieser Veranstaltung. Also bitte aus die Bahn, nicht betreten, noch ein Hornschlitten ist auf der Strecke. Nicht die Bahn betreten, bitte. Sofort die Bahn verlassen. Also denn der nächste Schlitten ist unterwegs mit Frau Friedbacher. Sie hat einen Sitzplatz gewonnen bei Radio Tirol bei einer Quizfrage. Und der Bremser ist dort, Paul Gasser, der Präsident des Organisationskomitees hier bei dieser Veranstaltung. Was haben wir noch? Also bitte die Bahn nicht betreten. Sind wir gestartet? Ja, was da, die Also bitte die Bahn nicht betreten, zählen der Hornschlitten, auf den wir so lange gewartet haben, meine Damen und Herren. Auch die Frau Gasser war schon besorgt und mit Herrn Paul Gasser. Also Paul Gasser jetzt im Ziel, der Präsident des Organisationskomitees. Wir sind also Bestzeit aufgestellt haben. Herzlichen Dank. Mit der Dame, die was bei Radio Tirol bei der Quizfrage einen Platz auf diesen Hornschlitten gewonnen hat, hat sich hier dieses Ereignis nicht gegeben. Somit wünsche ich noch allen hier einen guten Aufenthalt hier in Villandas. Und bitte, auch Verständnis, wenn ihr mit dem Bus ausgeht bis zum Samberger Hof, wenn vom Samberger Hof weg, werden Sie auch bitte. Kategorie Damen Rennschlitten und die Preise überreicht unser Landeshauptmann Dr. Luis Durnwalder, der auch die Schirmherrschaft hier dieser Veranstaltung trägt. Auf Rang 2 Huma Karin Furcella Ramona Meier Daniela vom Hornschlittenclub Delft, Österreich. Karin, Furcella Ramona, Meier Daniela. Und auf Rang 1 und somit, also jetzt kämen die Madlern. In dieser Kategorie Damen Rennschlitten und somit Europameisterinnen Kamischank Hertha, Kamischank Martha, Strobel Emma, Burgmann Elisabeth, SV Niederdorf, Südtirol, Italien. Kamenschenk Martha, Strobel Emma, Burgmann Elisabeth sind somit auch die erfolgreichen Titelverteidiger. Sie gewannen in Delft und hier in Villandas.
Das sind die einzigen zweifachen Europameister im Hornschlittenfahren. Oh!
Hermann Helmut, Sportclub Domlach, Südtirol, Italien. Auf Rang 2 sind der Karl, Robert Andreas, Kategorie und somit Europameister Ruben Huber, Gantiola Franz, Gasta Christian, SV Finanda, Südtirol, Italien. Christian und sind somit Europameister vom SV Finanda. Silber für Sinnekarl, Thron Andreas, Sinner Andreas, SV Niederlo. Und Bronze für Frenke Christoph, Dassler Helmut, Seimann Helmut vom SC Domlach. Thank you.
Wie ist denn dein Gefühl jetzt als Sieger da? Wie wird es feiern? Es ist ein wunderbares Gefühl und wir werden es nicht versäumen zu feiern. Was haben Sie alles mitgemacht? Wer hat das der Präsident, Ihr Mann, seine Freizeit gemessen aufgeben? Jetzt muss ich sagen, wenn man jetzt einen Erfolg sieht, ist es gleich, wenn ich nicht oft gesehen habe. Also ich finde es ist super gelaufen und mehr kann ich nicht sagen. Was wirst du jetzt als Ende von der Veranstaltung machen? Schlafen wahrscheinlich. Was ich richtig super finde, ist, dass der Hubert Gruber mit seiner Mannschaft bei uns da in Europameister geholt hat, was für uns alle bärig ist und super ist. Und mir reicht's. Jetzt müssen wir morgen abpacken, aber jetzt werde ich eigentlich liegen gehen. Danke. Sachen. Besonders aber darf ich dem Chef des Organisationskomitees, dem Gasser Paul, gratulieren und gleichzeitig auch danken. Er hat ein halbes Jahr hat er diese Spiele organisiert, programmiert und ich glaube schon, dass ihm deshalb von uns allen ein aufrichtiger Applaus gebührt. Möchte ich aber auch allen Vereinen und Verbänden. Diese Spiele haben sich ausgezeichnet, dass alle mitgearbeitet haben. Es waren Spiele der Gemeinschaft, es waren aber vor allem auch Spiele der Freude, weil man gesehen hat, dass die ganze Dorfbevölkerung mitarbeitet, sich mitfreut und vor allem die Freundlichkeit, die aus diesen Spielen herausgekommen ist. Deshalb allen der gesamten Bevölkerung von Flanders einen aufrichtigen Dank. Mit diesem Dank möchte ich die zweiten Europameisterschaften im Hornschlittenrennen hier in Flanders für vollendet erklären.